So, meine Lieben, da bin ich wieder. Ich wollte heute ein bisschen schnörkeln mit dem Black Aromatic von MPK Nails. Das ist ein Painting Gel. Habe ich mir hier schon was auf die Platte gemacht. Den Farbton habe ich euch schon mal vorgestellt. Der ist auch von MPK, von der Eternity Serie. Den hatte ich nur matt versiegelt, auch mit MPK Mattversiegler. Das ist die Farbe Purpur to Du Ether. Und die schaut so aus. Und jetzt werden wir mal schauen, was wir da Schönes zaubern können. Ich habe wieder meinen Feinliner hier und werde jetzt irgendwas malen. Mal gucken, was daraus wird. Ich hoffe, ihr könnt alles gut erkennen. Ja, so werde ich das lassen. Sonst wird es zu viel. Ich mache da noch zwei, drei Pünktchen hin. Und das werde ich jetzt erstmal aushärten lassen. Habe ich natürlich wieder viel zu viel Kleber drauf gemacht auf mein Töpfchen. Aber das hing hier im Deckel drin. Und jetzt mache ich das Fenster wieder neu. So, und dann wollte ich gerne noch das Painting Gel Van Gold heißt es. Das habe ich euch auch vorgestellt gehabt. Ich glaube, damit habe ich auch schon mal gemalt.
Das ist ein richtiges schönes Gold. Da mache ich mir jetzt ein bisschen was hin. Und dann machen wir da noch ein paar Akzente hin. So, schauen wir mal. Also das ist nach 77 Sekunden in meiner Lampe ausgehärtet. Ganz hart. Super Sache. Jetzt nehme ich einen dünneren Pinsel. So einen. Und werde jetzt schauen, wo ich da was hinsetze. Nee, ich glaube, da mache ich es nicht. So. Das Gold finde ich auch so klasse. So. So schaut das jetzt aus. Ich werde das kurz aushärten lassen, dann hole ich euch gleich nochmal zurück. Bis gleich. So, der ist jetzt ausgehärtet und den werde ich jetzt noch versiegeln, auch mit MPK, mit dem Deluxe UV Gilvette Glaze. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Das schaut so aus. So, den werde ich jetzt wieder aushärten lassen. Ich hole euch dann zurück, wenn der ausgehärtet ist. Bis gleich. So, der ist jetzt ausgehärtet. Jetzt nehmen wir noch die Schwitzschicht ab. Und ich finde, ist richtig cool geworden. Dadurch, dass das unten drunter nicht so glitzert. Ich hole euch mal näher her. So schaut.
richtig putzig. Ja, in diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß beim Nachmachen und bis zum nächsten Mal, eure Marion. Ciao.